Alkoholiker, Nazis und Fundamentalisten. Ein ganz normaler Samstag eben, teilweise in Berlin, teilweise im Rest von Deutschland. Sie sind hier wirklich wieder alle heute durchgedreht. Dabei sind die Temperaturen gar nicht so hoch, dass man hier durchdrehen muss. Aber wir fangen mal an mit unseren deutschen Talerhoons, wie sie genannt werden. Es ist völliger Wahnsinn, wenn hier die Wiesen eröffnen, was auf einmal möglich ist. Kurz nachdem Söder in Bayern Joggen für die Schüler sogar als Pflicht vorgeschrieben hat, seht mal, wie sie hier das Zelt entern können. Ihr könnt das noch ohne Ton neben mir zu Ende schauen. Das größte legale Drogenfest der Welt. Die Wiesen in München sind eröffnet. Ozapft ist seit heute Mittag gegen 12 Uhr. Und hier, ihr seht die Leute, es ist völliger Wahnsinn, Leute, wie sie hier in das Zelt reinstürmen. Ich kann euch nicht sagen, welches das ist. Vielleicht wisst ihr ja, ob die Aufnahme wirklich aktuell von heute ist oder ob einfach eine Aufnahme aus der Vergangenheit hier ins Netz geladen wurde. Doch die Livestreams von den Eingängen, wie München eröffnet hatte, da waren die Bilder vergleichbar. Also es ist also durchaus im Rahmen des Möglichen, dass diese Bilder hier echt sind. Aber wir kommen mal hier nach Berlin. Es gab hier das Erstürmen einer Bühne. Sie guckt es euch an. Ich mach mal kurz Pause. Ja, da steht ein Pfarrer auf der Bühne, Marsch für das Leben. Das sind hier Gegner der Abtreibungspolitik und ja, das sind richtige Fundamentalisten, die haben das Kreuz durch Berlin getragen und offen gebetet. Das sind Leute, die wollen, dass Abtreibungen per se verboten sind. Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und die Lösung, die wir hatten vor der letzten Gesetzesänderung, also wie es quasi noch nicht so öffentlich erlaubt war zu werben, war gar keine so schlechte Lösung, meine Meinung. Aber seht mal hier, jetzt sind zwei Polizisten auf der Bühne, einer direkt neben dem Pfarrer und der andere vorne. Und jetzt können wir dem Schauspiel hier am Brandenburger Tor in Berlin heute am 21. September 2024 mal zuschauen, wie sie diese Situation jetzt hier aufgelöst haben. Sie waren ziemlich überrascht, muss man sagen. Schützt die Veranstaltung, Alter. Die ganze Zeit lasst ihr die laufen, Alter. Ja, macht eure Arbeit, liebe Berliner Polizei. Schützt die Veranstaltung. Es gab im Vorfeld schon Leute, die ein Transparent vor die Bühne getragen haben. Also es war nicht der erste Störeinsatz an dieser Bühne, an diesem Tag, bei dieser Veranstaltung. Deswegen ganz klar der Vorwurf, man hätte hier etwas wachsamer sein können, zumal ihr ja gesehen habt, da sind ziemlich viele ziemlich losgerannt. Und wenn ihr genau drauf geschaut habt, wenn nicht, könnt ihr zurückspulen. Das Brandenburger Tor, das war auf dem Vorplatz, also keine 20 Meter bis zum Brandenburger Tor. Und da seht ihr mal, wie das dann auch immer läuft, wenn die Klimakleber kommen und irgendwo Farbe hinschmieren, selbst wenn Polizisten nebendran stehen, bis die deutschen Polizisten merken, dass sie im Einsatz sind, es sind ja immerhin Beamte, dann dauert es einen Moment und die schnelle Reaktionszeit, die ist da
weniger ausgeprägt. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Aber weil der Tag heute noch nicht schlimm genug war mit den ganzen Drogenleichen in München, ihr könnt ja mal gucken, es gibt schon die ersten Fotos, wie sie wieder kotzend neben dem Zelt stehen. Hauptsache für 50 Euro drei Maß reingeschmissen und ein halbes Händel, wobei da reichen keine 50 Euro mehr. Jetzt gibt es hier noch wirklich Nazis, die mal wieder am Bahnhof Oranienburg in Berlin aufgetreten sind mit einem Banner. Da denkt man erst, es gibt nur zwei Geschlechter. Ja, ganz richtig. Und am Ende singen sie dann national, sozial und so weiter und so fort. Frei, sozial, national, frei, sozial und national. Das sind richtige Nazis. Ganz einfach. Das sind Rechtsradikale, das sind Rechtsextremisten. Die muss der Verfassungsschutz beobachten, weil das sind Leute, die wirklich dem Gegenüber teilweise das Menschsein absprechen wollen. Das ist wirklich die Gefahr in diesem Lande. Liebe Nancy Faeser, nichts anderes. Aber Frau Faeser, wo sind Sie eigentlich jetzt, wo Herr Böhmermann das Urteil nochmal verloren hat? Gegen Herrn Schönbohm in der BSI-Affäre. Ach ja, Sie hatten ja Schmiergeld bezahlt aus Steuermitteln, damit es keine Anfechtungsklage gibt für die Neubesetzung des Posten des ehemaligen BSI-Chefs. Ich mochte Herrn Schönbohm und seine Arbeitsweise auch nicht. Fachlich war er der Qualifizierteste und hier sind Sie alle ihm auf dem Leim gegangen. Das nennen Sie Qualitätsjournalismus. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung heute. Wie siehst du die Situation hier? Wie findest du eigentlich die Wiesn in München, das kollektive größte legale Drogenfest der Welt? Ja, sie nennen das das größte Volksfest und dort ist das hauptsächliche Ziel einfach, sich die Birne wegzuschießen, sich die Hucke voll laufen zu lassen. Da gibt es so viele Ausdrücke dafür, da könnten wir ein extra Video dafür machen. Die ganzen Bezeichnungen dafür, wenn man voll ist, wie ein Kino, und so weiter und so fort. Ihr könnt es auch gerne unten drunter kommentieren oder das in Berlin. Ich weiß, Abtreibung ist ein schwieriges Thema, aber hier eine Veranstaltung so offen zu stören, sie riefen dann, mein Körper, meine Entscheidung, also my choice my, und so weiter. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Abonniere aber meinen Kanal, dann verpasst du keines dieser spannenden Videos. Ich habe auch noch X und Telegram für die unzensierten Bilder, die mir YouTube manchmal hier verbieten möchte. Ansonsten sage ich ciao. Bis bald.